Hallo Castor TV. Yeah. Hallo liebe Menschen. Oh yeah. Hallo Leute. Wir sind hier Picasso, Kult und Fokus meine Wenigkeit. Und wir sind hier, weil sich ein dunkler Schatten über unsere Welt legt. Dieser Schatten heißt auch etwas sowas wie Dritte Weltkrieg oder Anti-Russland-Politik. Und diese Leute hier mit diesem Regenschirm versuchen darauf aufmerksam zu machen. Sie haben uns gefragt, ob wir heute hier spielen wollen. Wir haben natürlich ja gesagt. Als erstes dachte ich, musste ich an diesen Typen denken, der da in diesen Brunnen erschossen wurde, vor gar nicht allzu langer Zeit, aufgrund von sehr krasser Unprofessionalität. Dann musste ich an diesen Johnny Carr denken, der hier am Alexanderplatz vor Augen von allen Leuten totgetreten wurde. Und ich frag mich, ey, wie geht denn sowas? Wir sind auch hier, weil wir nicht mehr in Angst leben möchten. Wir möchten den Menschen sagen, dass es mehr Respekt geben muss auf dieser Welt, dass wir alle Chancen, Gleichheiten, Chancen verdienen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen sollten von der Politik oder uns Weltbilder aufdrücken lassen sollten, die dazu führen, dass wir in Angst leben. Die meisten Menschen, die ich um mich herum sehe, haben Angst, etwas zu verlieren, haben Angst, ihr Portemonnaie zu verlieren, ihr Handy, haben Angst, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können, haben Angst, einen Termin zu verpassen, haben einfach nur Angst, weil die Angst vor den Politikern geschürt wird. Und wir möchten mit unserer Musik ein Zeichen setzen, ein Zeichen für die junge Generation, wie auch für die ältere Generation, dass man das auch anders klären kann und dass man auch friedlich miteinander leben kann. Wir möchten den Menschen zeigen, dass es anders geht. Wir möchten persönlich Revolution 2.0 machen. Also wir möchten nicht Dinge tun, die es schon mal gab. Wir möchten mit Hilfe von Musik Leute zu einem besseren Miteinander inspirieren. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, hier uns als Musikerbund zusammenzufügen und einfach da zu sein, wo Menschen für ihre Rechte einstehen oder für eine bessere Welt. Weil ich hätte auch persönlich selber viel mehr Bock, irgendwie jetzt im Park zu chillen oder so, als hier zu rappen. Aber trotzdem, ich denke halt, wir haben alle eine Aufgabe. Wir müssen alle unseren Kindern und Nichten und sowas irgendwann mal in 10 Jahren erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und ich persönlich möchte da auf jeden Fall solide Antworten haben. Auf jeden Fall. Ich möchte nicht, wenn ich mal Kinder habe, dass mein Kind irgendwann mal in 10 Jahren kommt, falls hier irgendwas passiert, falls ein Krieg ausbricht und der mich fragt, was hast du denn dagegen getan? Und ich müsste dann sagen, nichts. Und deswegen stehen wir heute hier. Ja. Vielen Dank. Los geht's. Okay, der erste Song hier heißt Friedenstaupe. Er ist gewidmet für alle Leute, die nicht das Individuum respektieren. Weil es ist so, viele Eltern sehen ihr eigenes Kind als die Wiedergeburt ihrer selbst an. Aber das Kind ist ganz eigen für sich. Frei sein, schwerelos, guter Tag, um rauszugehen. Sie ist sehr müde und versucht dir gerade das auszureden. Geben sie Befehle und sie decken dich mit Regeln. Ein ewiges Gerät, sie bezwecken nur das Gegenteil. Stress, vereinsamt, übernächtigt und leicht krank. Du hast recht, denn du lässt dich nicht einfangen. Tut mir leid, dass wir keine Bürokraten sind. Eure Welt kommt mir vor, als wäre sie farblich. Liebe es zu sehen, wie die Wolken sich teilen. Deine Augen, ein Schimmern in einem goldenen Schein. So sollte es sein und immer weitergehen. Wenn wir beide uns sehen, bleiben die Zeiger stehen. Sie wollen das nicht verstehen und quatschen mich andauernd vor. Ich stelle mir das mal vor, wie ein Zug vor einer Mauer rollt. Aber niemand bringt mich aus der Ruhe, ich bleibe relaxed und sage ja, 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 doch eigentlich weg. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, außer Leben ist Stress. Wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, außer Leben ist Stress. Wir sind hier, um zu sterben. Und dann gibt es hier diese Menschen, die ihren Pessimismus freien Lauf lassen und immer diese Nein-Sager. Nein, nein, nein. Nein, nein. Sie lieben sich selbst und du musst gehorchen. Überziehen diese Welt mit Frust und Sorgen. Du sollst mitmachen und dich einreihen. Doch wir sind keine Sklaven. Nein, wir wollen frei sein. Bitte glaub mir, ich schreib dir hier keinen Aufsatz. Ich vertrau dir und weiß, dass du allein auf dich aufpasst. Sie denken negativ und bezweifeln auch das. Und dann bist du von dem Verraten, der du am meisten vertraut hast. Schon klar, sie wollen nur das Beste für dich. Glauben fesseln sie dich, doch merken nicht, dass Schlechtes für dich. Dieser Track's für dich. Und hol dich da raus, ich seh wie du ihn anhörst, mich stolz erhoben im Haupt. Ehrlich, ich geb keinen Fick, was die anderen denken, denn es ist mein Leben und nicht das der anderen Menschen. Yeah, du weißt, was ich jetzt denke, meine Hand überlass uns einfach wegrennen. Wie ihr wollt, dass wir leben wie ihr, ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, außer Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Wie ihr wollt, dass wir leben wie ihr, ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll was? Wir von euch lernen, außer Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Nein, wir nicht. Ich lass mich nicht einsperren. Oh, oh. Weil wir leben, was wir lieben, alles will von allein diesen Weg.
würde ich mir niemals verzeihen. Siehst du die Eltern daheim, wie sie die Kinder schreien? Für solche Fälle habe ich immer zwei gute Finger dabei. Ihr wart auch mal jung, warum vergesst ihr das? Bleibt mal locker und freut uns nicht mit eurem Stress oder was. Das System ist krank und hat mich angesteckt. Doch ich mach da nicht mit, ich bleib frei von dem ganzen Dreck. Ist schon okay, wenn die Leute so negativ denken und so mit ihrem Pessimismus die Welt irgendwie schlechter machen, aber die sollen uns da nicht mit reinziehen. Nein, wir grüßen all die Menschen da draußen, die ihre eigenen Erfahrungen machen wollen, die sich ihr eigenes Weltbild formen. Lasst euch nicht einsperren. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was sollen wir von euch lernen? Aus Erleben mit Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was sollen wir von euch lernen? Aus Erleben mit Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was sollen wir von euch lernen? Aus Erleben mit Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ha? Kann das schon die finale Weisheit gewesen sein? Nein, sicher nicht. Wir müssen mehr tun, alle zusammen für Freiheit, für Frieden auf diesem Planeten. Dankeschön. Vielen Dank.